Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute möchte ich mich mit Ihnen mal über ein sehr wichtiges Thema unterhalten, und zwar über die weite Lage am Cello. Sie haben ja schon mal davon gehört, dass es bei der Geige verschiedene Griffarten gibt. Und beim Cello gibt es eben zwei Griffarten, eine enge Lage und eine weite Lage. Und da die Abstände auf dem Cello, also die Abstände der einzelnen Halbtöne zueinander, ja ziemlich weit auseinander sind, ist es auch gar nicht so einfach, eine weite Lage, also einen Ganzton zwischen dem ersten und zweiten Finger, zu bewerkstelligen. So vor 100 Jahren hat man immer gesagt, ja, also wenn du eine sehr große Hand hast, dann kannst du auch Cello spielen. Das ist eine Sache, die kann man, eine Aussage, die man heute natürlich auch noch unterschreiben kann. Man kann natürlich mit einer großen Hand leicht Cello spielen, das ist gar keine Frage. Aber richtig angestellt ist es eben auch für einen normalen Spieler möglich. Und wenn man mal schaut, wie viele Leute heute Cello spielen, dann sind das wirklich nicht nur die mit extrem großen Händen. Nein, es gibt wirklich einen Weg und den möchte ich Ihnen heute zeigen. Zunächst einmal erkläre ich Ihnen einmal die enge und die weite Lage. Die enge Lage am Cello bedeutet, dass Sie zwischen den Fingern jeweils einen Halbton Abstand haben. Ja? Sie können also über der leeren Seite einen Ganzton greifen. Jetzt dann laute Halbtöne. Das sind also vier Finger in gleichen Abständen aufgestellt. Ja? Damit können Sie aber nicht alle Töne abgreifen, die Sie zwischen einer leeren Seite und der nächsten haben. Da fehlt Ihnen etwas. Und diese Lücke schließen wir mit der sogenannten weiten Lage. Und hier geht es darum, jetzt zeige ich Ihnen das einmal so, können Sie es besser sehen. Es geht darum, dass Sie jetzt den ersten Finger, sehen Sie das, nach hinten schieben und jetzt einen Halbtonabstand zur leeren Seite aufbauen. Das bringt dann mit sich, dass der Abstand zwischen ersten und zweiten Finger jetzt ein Ganzton ist und die anderen beiden Finger, die bleiben auf ihrem selben Stand stehen. Das nennt man also die weite Lage. Ich spiele Ihnen das einmal vor. Halbton, jetzt kann man das F und das Fis und das G auch spielen. Das heißt, diese drei Finger, der zweite, der dritte, der vierte, bleiben auf ihrem Platz stehen, nur der erste hat seine Stellung verändert. Und wenn Sie das mal sehen, das ist schon was. Das sind schon mal so 8 cm, könnte man sagen, ne? Zwischen dem ersten und dem zweiten Finger. Und wie man das bewerkstelligen kann, das geht folgendermaßen. Zunächst einmal stellen Sie bitte die Hand so auf, dass Ihre Finger nicht im rechten Winkel zur Seite stehen, ja? Sondern dass sie senkrecht im Raum stehen. Oder besser gesagt, lotrecht würde man das nennen. Ja? Das heißt, im Grunde genommen, jetzt stelle ich Ihnen wieder die Stellung hin, sehen Sie das? Es schaut so aus, als würde jeder Finger eine Stufe höher stehen als der nächste. Sehen Sie, Sie können sich das auch als eine kleine Treppe vorstellen, dieses schräge Griffbrett. Ja? Der vierte steht am tiefsten. Diese Stellung ergibt sich dadurch, dass Sie mit der Hand eins machen, dass Sie nämlich ganz leicht die Hand in die Richtung drehen, die Sie auch nehmen würden, um auf die Uhr zu schauen. Zum Beispiel, ne? So, ja? So, und mit dieser Stellung, ja, haben Sie jetzt ganz gut die Möglichkeit, die Abstände zwischen den Fingern zu kontrollieren, ja? Weil Sie nämlich jetzt auch die Hebebewegung der Finger für die Abstände verwenden können. So, und nun mache ich eins, nun nehme ich meinen Ellbogen leicht nach vorne und strecke meinen ersten Finger aus und dann komme ich zu meiner weiten Lage. Das ist eine Lage, die etwas gewöhnungsbedürftig ist, zugegebenermaßen. Ja? Die Bewegung ist noch einmal die, ich nehme den Ellenbogen leicht nach vorne und strecke meinen Finger aus. Die übrigen Finger bleiben an ihrem Platz stehen und insbesondere der Daumen rührt sich bitte nicht vom Fleck. Der muss die Stellung unter dem zweiten Finger beibehalten. Sie können mal gerne mal versuchen, mit der Hand diese Stellung, diese Abstände der Finger beizubehalten und dabei den Daumen nach hinten zu bringen. Dann werden Sie merken, da kommt eine Spannung in die Hand, die einfach größer ist, als wenn der Daumen hier steht. Ja? Und das ist der Grund, warum man in dieser weiten Lage bitte nur den Finger streckt und nicht den Daumen irgendwo anders hinbegibt. Der Daumen steht unter dem zweiten Finger. Also nochmal, die Bewegung, der Ellenbogen geht nach vorne und gleichzeitig strecke ich meinen ersten Finger aus. Und damit, wenn Sie das trainieren,
werden auch Sie mit Ihrer normalen Hand, ich selber habe jetzt auch nicht gerade die größte Hand, ja, fürs Cello, damit werden Sie diesen Abstand auch wirklich meistern können. Noch einmal zur Wiederholung. Sie stellen die Finger so auf, dass die Finger praktisch immer stufenweise übereinander stehen. Ja? Das ergibt sich dadurch, dass Sie die Hand einwärts drehen, wie wenn Sie auf die Uhr schauen. Ja? Jetzt stehen die Finger automatisch so auf dem Griffbrett. Die nächste Bewegung ist die, Sie gehen mit dem Ellenbogen leicht nach vorne und der Finger streckt sich aus. Und jetzt liegt der Zeigefinger, der erste Finger, der liegt jetzt auf der Seite drauf. Der steht nicht mehr mit der vorderen Kuppe auf der Seite, wie das vorher war, sondern er liegt eher auf der Seite drauf. Und dadurch können Sie diesen großen Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Finger wirklich erreichen, was sonst ernsthaft schwierig ist. Ja? Und zum Glück ist es ja so, beim Cello gibt es diese zwei Griffarten und wenn Sie jetzt die Hand auf verschiedene Stellungen verschieben und immer wieder diese Griffarten machen, dann können Sie durch die Lagen alles abgreifen, was Sie brauchen. Es gibt einfach diese zwei Stellungen und die muss man trainieren. Erstmal die enge Lage und die weite Lage. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen für heute. Auf Wiederschauen. Alles Gute bis zum nächsten Mal.